Okay, warte ganz kurz, Kevin. Wird jetzt einfach zum Beginn quasi, damit wir auch direkt hier geil reinstarten, meinem Stuhl quasi einen Dropkick geben, okay? Ja. Damit wir auch hier direkt die richtigen Vibes haben. Was geht ab? Ist das irgendwie deine neue Begrüßung jetzt? Moin! Nee, Digga, das mache ich jetzt einmal, das reicht doch. Meine lieben Freunde, willkommen zur 9. Staffel von Craft Attack und gleichzeitig auch dem letzten Video auf meinem Kanal, was Gaming angeht, denn Folge Nummer 2 findet ihr jetzt direkt, also quasi zeitgleich, also sofort auf meinem anderen Kanal, auf meinem Gaming-Kanal. Mit dabei ist heute, liebe G-Time, das ist der letzte Craft Attack-Upload auf meinem Hauptkanal. Danach geht's weiter auf dem Gaming-Kanal mit regelmäßigen Uploads. Ganz, ganz wichtig, ja, bevor ich es jetzt überhaupt quasi jetzt hier, sag ich mal, vergesse, das ist natürlich im Gaming-Kanal auch erwähnt worden. Das ist jetzt auch hier quasi schon vor das Video geschnitten. Ist ja klar, bin ja nicht dämlich, ne? Hey, der Stream, holy shit. Stream läuft jetzt auch. Wir dürfen ab 12 Uhr streamen, Kevin, ne? Ja. Und ich bin jetzt auf knackige 6 Stunden nochmal mit euch live. Und wir werden auf jeden Fall schon die ersten großen Dinge hier machen. Das heißt, ihr geht rüber auf den Gaming-Kanal, schaut die zweite Folge und geht dann rüber in den Stream, meine Freunde. Ich joine jetzt auf den Server. Ich habe mir einen extrem geilen Minecraft-Skin gemacht, Kevin. Komm mal ganz kurz zum Spawn, mein Lieber. Mo ist auch schon da. Ich glaube, wir müssen Mo irgendwie noch mitnehmen, weil der hat kein Zuhause. Zombie! Wie findest du meinen, also du siehst meinen Skin ja gar nicht. Also ich habe mir einen sauer geilen Skin hier tatsächlich ausgemacht. Ich muss ehrlich sagen, das letzte Donda-Album hat mir so gut gefallen, dass ich direkt Kanye West als meinen Skin gemacht habe. Und, oha, ich habe ein Schwert bekommen. Ich glaube, Mobile PvP. Okay, 3, 2, 1, los. PvP ne weg, ich hab ihn gleich. Hab ihn, boom. Ich hab Mo einfach umgeklatscht. War das sein erster Tod? Ne, sein sechster, alles gut. Okay, ich hab schon ein paar Startmaterialien. Das passt soweit. Ich hab nämlich Mo's ganze Sachen hier gegrieft. Perfekt. Mit. Okay, Kevin, wo muss ich hin? Nach Südosten. Du musst auf 1500 minus 600. Okay, schaffe ich. Okay, let's go. Baby. Alter, was für eine epic world, Junge. Holy das ist shit. Das richtig heftig, ne? Wow, Bruder, ich seh dich. Achtung, ich komme. Ja, ich seh. Okay. Ja? Alter, ist das hier geil. Okay, sag mir ganz kurz, wie viel du mal Minecraft-Skin. Ist der nicht heftig? Ist das nicht? Ist ja, heftig, oder? Ist richtig heftig, ne? Wenn man das unbedingt ist übertrieben braucht. Heftig, Alter. Ja, ich hab ein richtiges Müll-Texture-Pack. Alter, ist das hier hell. Boah, nee, das Texture-Pack ist es ja mal gar nicht, wa? Ich hab natürlich wieder nichts eingestellt, Kevin, wir lieben es, oder? Das hier ist unsere Gang, das ist unsere Area. Sind Max und Romatra auch hier? Ja, ja. Also Scheiße, Romatra, Alter. Wir haben jetzt gestern erstmal nur geclaimed. Mhm. Also nur um dir mal zu erklären, wie die Größe ist. Also okay, ich hab hier, der Berg ist komplett geclaimed. Boah, geil. Um den Berg fast herum ist alles geclaimed. Geil. Wenn wir hier in die Richtung gehen. Da ist ein riesiges Waldbiom. Alles ist geclaimed. Alright. Da ist ganz am Ende eine kleine Landzunge. Da hat nur Early Boy ein kleines Stück, wo er sein Haus bauen kann. Das machen wir kaputt. Ansonsten alles hier. Also auch Bro, wie lange hast du denn gestern hier dran gesessen? Holy shit, Mann. Ich hab bis 2 Uhr in der Nacht oder so habe ich hier geclaimed. Kevin einfach mal auf ganz entspannt die halbe Map für sich beansprucht. Für uns. Oh, da unten sind Melonen. Wir haben noch gar keine Spots wirklich festgelegt. Also ich bin da in der freien Fläche, so um den Berg drumherum, weil ich wollte mir so ein riesen asiatisches Dorf aufbauen. Aha. Ansonsten, wie gesagt, da unten genau, da hat Reapers Melonen schon angepflanzt. Ja, du meinst ja für uns alle quasi, ne? Ja, ja, der hat auch gesagt, wir sollen da ruhig hingehen, sollen die auch wieder weiter vermehren und so, das dass da mehr ist. Geil, warte mal, ich zieh mir mal ganz was. Oh mein Gott, Bruder, das ist ja fucking huge hier, Mann. Genau, für euch nämlich ganz kurz, wir spielen auf der 1.17, allerdings auf einer Welt, die 1.18 generiert ist. Also Caves und Cliffs dabei. Der Warden ist noch nicht dabei, ne? Nein, nein, der kommt erst mit der 1.19, der wurde verschoben. Was man aber auch sagen muss, bevor die Leute anfangen, yo, Amplified wäre viel geiler gewesen, das gibt es auch nicht mehr. Also wir können kein Amplified mehr spielen. Genau, erstmal das und vor allen Dingen muss ich auch ehrlich sagen, wir haben uns dran satt gesehen, glaube ich. Ne? Wir haben so viel Amplified gezockt, Alter. Ich bin ehrlich, Mann, es ist jetzt, glaube ich, an der Zeit, nochmal was Neues zu machen. Vor allen Dingen, überlegt mal, kein nerviges Terraforming mehr, kein nerviges Hin und Her mehr. Wir können halt hier direkt reinstarten, Alter. Ich habe so krank Bock. Du baust ja sowieso dein Haus gerne mit so heftigen Aussichten. Ja, ja, richtig. So, ich habe überlegt halt, also der Berg oben, sage ich mal, der spricht mich schon direkt an, ne? Der, wo du gelandet bist? Da, also quasi hier rechts, der mit der Schneekuppel oben, weißt du, weil der sieht schon echt geil aus. In der Fichtenbäume drauf. Warte mal, oh, Digga, ich bin schon wieder lost. Wo bist denn du? Ich bin auch weitergelaufen die ganze Zeit. Warte, sag mir mal Koordinaten. Ich sehe auf jeden Fall den Dschungel hier irgendwo. Ich komme mal dahin, wo ich eben gelandet bin. Warte mal. Also das wäre schon huge, wenn ich wirklich irgendwo da oben bauen könnte. Da würde ich dann, boah, was? Ich habe mir noch wirklich gar keine Gedanken gemacht. Schreib mir mal unbedingt in die Kommentare, was das Theme dieses Jahr sein soll. Ich habe eigentlich überlegt, so eine Evil Corp-mäßige Geschichte zu bauen. Also vielleicht so eine Base, die so aussieht wie so von so einem verrückten Professor, wo ich so Menschen foltern kann. Oder halt einfach einen riesigen Kopf. Weißt du, was ich meine? So einen richtig fetten, huge Stern.
Was hältst du davon? Das ist es doch, oder? Da kannst du dich, glaube ich, mit Max zusammentun. Der will eine riesen Erdwurst bauen. Alter, das sieht dann einfach aus wie ein riesiger Haufen Ich glaube, wir brauchen auch so ein Megaprojekt, Kevin. Wir müssen uns auch was überlegen, was wir bauen. Wir müssen uns da... Okay, schreibt uns mal was in die Kommentare, Leute. Ich glaube, wir brauchen auch, neben unseren Häusern, Kevin, brauchen wir auch so ein dummes, richtig plakativ, dämlich großes Projekt. Weißt du, was ich meine? Damit wir herausfordern willst, oder wie? Ja, wir müssen irgendwo kontern. Wir müssen irgendwo kontern. Also wir müssen natürlich, klar, wir sind ein Team und so, aber es kann nicht sein, dass Max eigentlich der Einzige ist, der immer irgend so ein riesiges, dämliches Teil baut. Ich glaube, wir müssen uns da auch mal Gedanken machen. Junge, sieht das geil aus. Lass mal hier hochgehen. Digga, ist das sexy. Das war der Berg, wo ich eigentlich bauen wollte. Da oben drauf? Okay. Ja, also hier, also auch drumherum. Ich habe hier, deswegen habe ich extra so viel geklemmt, weil ich wollte hier so ein riesen asiatisches Dorf bauen. Boah, das würde sich hier geil anbieten. Und da oben soll so ein Kloster kommen, so ein asiatisches. Boah. Aber hier in die Richtung, warte mal, ein Stückchen weiter. Ja. Ja, ich muss auf jeden Fall halt bei dir in der Nähe sein, weil das Kloster würde ich mir schon gern bei Nacht angucken können, ne? Doch, ja, hier geradeaus, der Fichtenberg, meinst du den? Ja, ja, genau, da ist der. Boah, Digga, yo. Die ganze Zeit. Digga, ist das sexy. Warte, oh. Okay, warte, ich setz mich kurz auf dein Gesicht, ja, wenn das okay ist. Oh, ich hab das so vermisst, Alter. Alter, aber dieser Berg, Kevin, der ist es. Der ist es einfach. Du hast vollkommen recht, Mann. Der Berg ist es wirklich. Ich hab halt vor, Kevin, also ich sag's dir, wie es ist, ne? Ich war jetzt in den letzten Monaten, wo ich Pause hatte, sehr viel in so, auf so Fetischpartys und sowas, ne? Und ich will so einen riesigen Fetischclub bauen für Spark, quasi. Glaubst du, der wird das fühlen? Ich glaube nicht, dass der das fühlen wird, wenn das jetzt schon wieder losgeht. Ja, du hast vollkommen recht, Mann. Alter, Kevin, ich sag's dir, Mann, der Berg ist es für mich, wirklich. Ja, du musst aber vorsichtig sein. Es gibt ja jetzt Leute, die Oh Gott, ich hab ein halbes Herz. Blöd. Oh, Digga, Basti, GRG-Moment. Junge, die Creeper sind ja viel stärker geworden auch, ne? Ja gut, wir spielen auf hart, ne? Die machen schon ordentlich Schaden. Viele Leute wissen nämlich nicht... Hä? Was ist das denn? Hä? Das ist der Powder Snow, du kriegst da Damage gleich, ne? Hilfe, ich kann durch Schnee gehen. Ich bin ein Magier. Ah, nee, doch nicht. Ich erfriere. Ich bin eingefroren. Okay. Ich glaube, wenn du Lederrüstung hast, kannst du auf dem laufen. So war das irgendwie. Ah, Kevin. Ich erstick. Oh Gott, Digga, das ist ja, nee, ist das eine geile Baulocation, wenn ich hier überall Powder Snow habe? Ist hier alles mit Powder Snow? Ey, der ganze Berg ist damit voll. Aber der ganze Berg ist damit voll, ne? Man erkennt den Unterschied halt auch gar nicht, ne? Ja, ja, das ist das Problem. Also je höher das geht, glaube ich, umso mehr ist da. Du müsstest dann eher erstmal hier unten anfangen zu bauen. Weil du kannst den mit der Schaufel abbauen auch. Aber schneit der nicht nach? Nein, nein, der Powder Snow, der kommt nicht nach so. Aber wie gesagt, du kannst mit einer Lederrüstung über den laufen, meine ich. Das war irgendwie so, es ist auch, glaube ich, einfach eine Challenge, Mann. Weißt du, was ich meine? Ich sag's dir, wie es ist, Bro. Wenn ich halt hier erstmal eine Treppe hochbauen muss... Eine Treppe hochbauen muss, dann ist es einfach eine fucking Challenge. Verstehst du, was ich meine? Oben ist einfach Packed Eis. Digga, das ist eigentlich sehr selten, ne? Ja, da musst du, normalerweise musste man früher immer ein Biom suchen, extra. Naja. Ja, nee, perfekt, Digga, das ist es doch einfach. Das ist es doch. Das ist es, Kevin, ich lieb's. Mein Jutster, mein Liebster, mein Allerbester. Ja, ey, guck mal, du hast jetzt sogar hier schon einen geheimen Pfad hoch. Du weißt, du kommst über die Bäume hoch. Alter, ich glaube, ich mache mir hier erstmal so eine ganz kleine Base. Ich hole mir erstmal unten ein bisschen was. Nee, Digga, ich take den Berg hier. Ich sag's dir, es ist, ich take den Berg. Und ich baue halt in den Berg wieder so eine, Alter, so eine riesige Festung. Das wär's doch auch, oder? Ey, Kevin, ich lieb's. Ich bin hier super zufrieden, Mann. Ich schwör's dir, ich glaube, dass, also hier werde ich heimisch, hier werde ich glücklich. Ich hole mir mal ganz kurz ein Bett und dann werde ich da oben mal schlafen, mein Jutster, mein Allerbester. Hey, das sieht so schön hier aus, diese ganze Location. Da auch nochmal ein Big Baba Shoutout an dich, Kevin, dass du hier so viel geclaimt hast. Das ist maximale Ehre, Leute. Kein Problem. Lasst mal ein Big Dankeschön in den Kommentaren von Kevin da. Das freut uns natürlich sehr. Ey, komm, auch diese Schlucht hier und so. Oh, ist das geil. Ist das geil. Wir haben genug Platz, um uns zu entfalten hier jetzt auf jeden Fall. Ja, no joke. Okay, fühle es sehr. Ich suche mir noch ein Schaf, meine Lieben. Knall mir da oben Bett hin. Aber dieser Berg, schaut ihn euch an. Das ist er, Alter, das ist er einfach. Und da Kevin da drüben, das ist schon ziemlich Pocky. Das ist wirklich geil. Finde ich geil. Dann können wir vielleicht sogar mal überlegen, ob wir nicht irgendwie mit so einer geilen Redstone-Apparat-mäßigen Lounge-Plattform mit Elytrin und so uns gegenseitig halt hin und her schießen können. Weißt du, was ich meine? Ja, oder wir verbinden uns auch mit so einem Tunnelsystem. Ja. Oh, Bro, das ist huge. Vor allen Dingen mit Packed Ice, mit Boot, ist ja überschnell, ne? Ja. Packed Ice abbauen oben. Ja, doch. Ich glaube, die Eisfestung des Todes. Ich denke, muss... das wird schon sehr krass, was wir hier machen können. Glaube ich auch. Big Baba, Dankeschön an Kevin. Das war's von der ersten Folge von Craft Attack. Wir lieben es, wir sind sehr glücklich hier. Und lass uns das Ganze munden. Kevin, ich würde sagen, wir machen morgen direkt die zweite Folge. Ja. Ich werde ein bisschen was offscreen, schon mal ein bisschen was bauen, ein bisschen was machen, ein bisschen was craften, ein bisschen was angehen. Und dann, meine Freunde, wir haben ein neues Zuhause. Craft Attack, ich freue mich auf diese Staffel. Unglaublich, Mann. Wir haben fast 10-jähriges Jubiläum. Holy fucking shit, Mann. Das ist crazy. Ich freue mich sehr. Kuss geht raus an alle Beteiligten. Ich küsse eure Herzen, ich küsse eure Augen. Patrick ist dieses Jahr, glaube ich, auch wieder mit dabei. Ich kann nur hoffen, dass der sich hier nicht in die Nähe wagt. Ne? Ganz wichtig. In diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da, schaut auf jeden Fall bei Kevin vorbei. Ich bin raus, haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao.